Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben eine neue Ausgabe von Unser München für Sie. Am 26. Mai sind Europawahlen. Dieses politische Ereignis hat natürlich auch beim diesjährigen Europatag in München eine wichtige Rolle gespielt. Am vergangenen Donnerstag hat die Landeshauptstadt München Europa gefeiert. Mit Musik, Tanz, Talks und vielen Aktionen rund um den Marienplatz. Was tut Europa für mich? Dieser Frage konnten alle Besucher auf den Grund gehen. Der Aktionstag wurde von Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet. München feiert Europa mit dem 6. Europatag rund um den Marienplatz. Ein Aktionstag mit Unterhaltung und Information für alle. Das ist Oberbürgermeister Dieter Reiter wichtig, denn München profitiert nicht nur wirtschaftlich von der EU. Ich glaube, es ist einfach wichtig, heute nochmal klarzumachen, dass wir in München sehr, sehr gut, wir alle in Deutschland sehr, sehr gut mit einer Europäischen Union gelebt haben die letzten Jahre. Ich habe ein paar Gründe aufgezählt. Der wichtigste für mich nach wie vor ist, dass wir seit 70 Jahren durch die Europäische Union Frieden haben in unserem Land, dass wir alle keinen Krieg erleben mussten. Und ich möchte sehr gerne, dass ich das meinen Kindern und Enkeln auch sagen kann, dass sie keinen Krieg erleben müssen. Am 26. Mai ist Europawahl. Das Fest im Herzen der Stadt bekam dadurch eine noch größere Bedeutung. Mit Informationsständen und Diskussionsrunden fordern die Veranstalter die Bürger auf, wählen zu gehen. Ich möchte gern, dass die Münchnerinnen und Münchner mit ihrer Wahl Europa stärken, dass sie dafür sorgen, dass diejenigen, die Europa verbessern wollen, dass die Europa jedenfalls erhalten wollen, dass diejenigen auch an der Macht bleiben können oder noch intensiver letztlich Verantwortung bekommen. Ich will auf jeden Fall verhindern, dass dieser umgreifende Populismus, der sich in Europa, diese Nationalstaatlichkeit der einzelnen Staaten, dass die auch auf Deutschland übergreift. Ich möchte gerne, dass wir weiter in einem offenen, in einem liberalen, in einem solidarischen Europa leben und vor allem in einem friedlichen Europa. Was tut Europa für mich? Dieser Frage konnten die Besucher auf den Grund gehen. Mit einer interaktiven Landkarte, im Europabus oder bei vielen anderen Aktionen der Landeshauptstadt München und ihren Partnern. Es steht eine wichtige Entscheidung bevor. Deswegen glaube ich, ist es völlig vernünftig, hier den Münchnerinnen und Münchnern auch zu bieten, dass sie sich informieren können, dass jeder so seine Meinung auch letztlich zum Besten geben kann und sich darüber informieren, was ihn denn wirklich an Europa wirklich ärgert. Und die Kleinigkeiten, die wir da alle kennen, so die Bananenkrümmung, Regulierungsverordnung oder so, die gehören ja längst der Vergangenheit an, werden aber immer wieder gern bemüht von den Europagegnern. Und wenn man sieht, welches Chaos gerade sich in Großbritannien ausbreitet durch den Brexit oder auch Nicht-Brexit oder vielleicht doch, dann weiß man, das kann nur der falsche Weg sein. Wir müssen in Deutschland, und ich will hier in München dafür werben, einfach dafür sorgen, dass die Europäische Union gestärkt ist und dass wir keine Austrittsideen, sondern Verbesserungsideen haben. Ein informierter Bürger tut sich leichter bei der Wahl am 26. Mai und der Gestaltung seiner Zukunft. München macht sich stark für ein buntes Europa. Gute Nachrichten kommen heute von der Stadtsparkasse München. Die Stiftung Warentest hat bundesweit 38 Banken-Apps akribisch unter die Lupe genommen. Und das Ergebnis war klar und deutlich. Die Sparkassen-App hat das Prädikat Best Banking-App bekommen. Warum, sehen Sie in folgendem Bericht. 330.000 Kunden der Stadtsparkasse München nutzen bereits Online-Banking. Sie rufen zum Beispiel am PC ihren Kontostand auf oder geben Zahlungen in Auftrag. Und schon 100.000 Kunden nutzen die Sparkassen-App, weil sie eine Vielzahl an Vorteilen bietet. Die App kann den gleichen Zahlungsverkehr und Überweisungen tätigen, wie man es am PC gewohnt ist, und genauso sicher. Aber es ist viel praktischer, denn man kann es von überall machen, mit Smartphone, Laptop oder Tablet. Die beste Auszeichnung, die man bekommen kann, ist von Stiftung Warentest. Und Stiftung Warentest hat 38 Apps getestet, welche denn am komfortabelsten, am sichersten und am einfachsten zu bedienen ist. Und, wer hätte es gedacht, die Sparkassen-App hat gewonnen, sowohl auf Android-Seite als auch auf Apple-Seite mit dazu. Und darüber sind wir natürlich sehr froh, dass wir dieses Testsiegel haben und sagen können, wir haben die beste App in Deutschland, die übrigens auch am meisten genutzt wird, 5 Millionen Mal schon runtergeladen. Sie bietet viele Features, die Sparkassen-App, zum Beispiel den Filialfinder. Wer unterwegs auf der Suche nach der nächsten Filiale ist, wird hier fündig. Wie hat sich mein Girokontostand im Laufe des Jahres entwickelt? Ob mehr Plus oder Minus, wird in der App angezeigt. Doch Stiftung Warentest hat noch wesentlich mehr mit Bestnote bewertet.
das ist eine Mischung aus vielen Faktoren mit dazu. Sie hat sehr viele Funktionen, sie ist sehr intuitiv zu bedienen mit dazu. Ich kann also wirklich Daueraufträge einrichten, ich kann Umsätze anschauen, ich kann Überweisungen machen. Eine Überweisung zum Beispiel auch ganz einfach, indem ich eine Rechnung abfotografiere und die App erkennt alles und gibt die Daten dann ins Online-Banking ein mit dazu. Darüber habe ich einen Kontowecker, ich kann mit Quitt von Handy zu Handy Geld überweisen, ohne dass ich eine TAN brauche und einfach nur die Handynummer des Gegenüber weiß mit dazu. Also es ist eine Vielzahl wirklich an Möglichkeiten, die ich nicht nur für mein Sparkassenkonto nutzen kann, sondern für jedes Konto, das ich online führen kann mit dazu. Also es ist multibankenfähig und das ist sehr praktisch. Somit habe ich in einem Blick alle meine Konten und weiß sozusagen über meine Finanzen immer jederzeit Bescheid. Äußerst praktisch ist zum Beispiel auch hier der elektronische Kontoauszug. Diesen Service braucht man nur einmalig in seinem elektronischen Postfach freischalten. Wer sich da ein bisschen unsicher ist, soll doch mal in eine unserer Filialen kommen. Die Kollegen zeigen gerne, wie die App funktioniert. Dafür haben wir Demo-Geräte, wir haben auch Demo-Konten. Und wer dann sagt, jawohl, ich möchte das auch, dem helfen wir natürlich, das einmalig einzurichten am Handy. Da ist vielleicht die Hemmschwelle beim einen oder anderen etwas höher. Und wenn es aber mal eingerichtet ist, dann möchte das niemand mehr missen. Und alle sind begeistert über diese App und die Vorzüge, die ich damit nutzen kann. Deutschlands meistgenutzte Banking-App ist zugleich auch die beste Banking-App. Note 2,2 hat Stiftung Warentest der App auf Android-Handys gegeben und 2,0 auf dem iPhone. Im Takt der Tram zum neuen Arbeitsvertrag. Wer Fahrer oder Fahrerin bei der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG werden möchte, kann jetzt noch einfacher einsteigen denn je. Interessenten für den Fahrdienst bei U-Bahn und Bus sind in die Bewerbungstram eingeladen. Die fährt wieder am nächsten Dienstag, den 21. Mai von 10 bis 15 Uhr durch München. Im Idealfall gibt es noch während der Fahrt eine Zusage. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG sucht neue Kolleginnen und Kollegen, die U-Bahnen und Busse durch München steuern wollen. Zum einen per Anzeige, zum anderen per Bewerbungstram. Ihr nächster Einsatz ist am Dienstag, den 21. Mai. Wir fahren mit der Bewerbungstram von 10 bis 15 Uhr durch die Stadt. Wir beginnen in Pasing, fahren über die Innenstadt bis zur Großhesseloher Brücke und holen dort die Interessenten ab. Die können da ein- und aussteigen. Wir sind dabei, also Fahrdienstmitarbeiter sind dabei, Führungskräfte, Mitarbeiter vom Recruiting, Recruiter. Wir informieren über den Arbeitsalltag, über die Bedingungen, über die Ausbildung bei uns und man kann sich gleich bewerben und man kann dann auch gleich das Vorstellungsgespräch bei uns führen und wenn alles gut läuft, bekommt man auch gleich eine vorläufige Zusage. Die MVG bietet im Fahrdienst bei U-Bahn und Bus sichere und zukunftsweisende Arbeitsplätze mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Als Teil des SWM-Konzerns und der städtischen Daseinsvorsorge legt sie Wert auf gute und verlässliche Arbeitsbedingungen. Etwa durch den Wunschdienstplan, damit Arbeit und Privatleben im Einklang stehen können. Neugierig? Wer sich bewerben will, sollte vor allem verlässlich sein. Also es sollte selbstverständlich sein, dass ich pünktlich zu einem Dienst komme, auch ganz wichtig eben, weil sonst das Fahrzeug tatsächlich stehen bleiben würde. Gern mit Kunden und führen Kunden arbeiten, sehr dienstleistungsorientiert sein. Er muss per Gesetz mindestens 21 Jahre alt sein, er braucht gute Deutschkenntnisse, er muss willens sein, verantwortungsbewusst, eigenverantwortlich, zuverlässig zu arbeiten. Wir sind 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für unsere Kunden und Fahrgäste da und das bedeutet zwingend, dass er Schichtdienst auch an Wochenenden und Feiertagen machen muss. Beim Bus ist es so, dass man auf alle Fälle einen Pkw-Führerschein braucht. Alles andere wird einem dann in der Busfahrschule beigebracht. Bei der U-Bahn oder bei der Schiene an sich, bei der U-Bahn ist es so, dass man keinen Führerschein braucht. Bei der Bus ist die Ausbildung auch in Teilzeit möglich. Das Recruiting-Service-Team der SWM beantwortet alle Fragen rund um ihre Fahrt zum neuen Arbeitsplatz mit der Bewerbungstram. Alle Informationen zur Bewerbungstram und den genauen Fahrplan gibt's im Internet auf www.swm.de/bewerbungstram. Die ausgeschriebenen Stellen finden Sie online auf mvgjobs.de. Und wir, liebe Zuschauer, kommen jetzt zu unserer Rubrik Veranstaltungen. Das Wichtigste aus den städtischen Kultur-, Sport- und Freizeitstätten. Zusammengefasst für Sie im Überblick. Die Münchner Symphoniker sind weit mehr als ein klassisches Orchester.
Mit genreübergreifenden Projekten, zum Beispiel mit Ausflügen in den Hip-Hop mit der Band 106, schaffen sie ganz neue Klänge. Für uns ist es immer sehr bereichernd, Musiker aus anderen Genres kennenzulernen, weil die eine andere Herangehensweise haben. Wir haben festgestellt, dass die meisten Partner, die wir fragen, sich unheimlich freuen, dass wir als Sinfonieorchester eben auf sie zukommen. Und um es ganz einfach zu sagen, also nach einem Dreiviertelblutkonzert spielt das Orchester Beethoven anders als ohne ein Dreiviertelblutkonzert. Mit der Band Dreiviertelblut läuft gerade eine Crowdfunding-Aktion. Mitschnitte gemeinsamer Konzerte sollen auf CD veröffentlicht werden. Und am 13. Juni trifft das Orchester dann in der Philharmonie im Gasteig auf die deutsche Stimme des Souls. Joy Denalani wird mit uns ein Programm gestalten. Wir freuen uns wahnsinnig drauf, lernen Joy jetzt auch tatsächlich kennen das erste Mal und sind schon wahnsinnig gespannt. Ich glaube, das wird eine ganz super Sache werden. Eines wissen die Münchner Sinfoniker genau, wie ein Orchester den Gasteig zum Tanzen bringt. Das nächste Mal am 13. Juni mit Joy Denalani. Nach über 3 Jahren wird Wut von Elfriede Jelinek in den Münchner Kammerspielen nun abgespielt. Die Uraufführung stellt die Wut und ihre dunkle Seite in den Fokus, die häufig Ausgrenzung als Ursache hat. Eine Inszenierung zwischen Mantra und Ritual, Happening und theatraler Seance. Es geht im Zentrum um zerstörerische Wut und ich würde sagen eben, der konkrete Anlass ist zwar das Attentat auf Charlie Hebdo gewesen und auf den jüdischen Supermarkt dort, also es geht im Kern auch um religiösen Fanatismus. Das Geschickte wiederum an der Autorin ist aber, dass sie in diese Wutstimmen einen vielstimmigen Wutchor einlagert. Also es geht genauso um die Wut der Pegida, um die Wut der AfD. Es gibt einen längeren Teil über Griechenland, wo man das Gefühl hat, dass alle Seiten die ganze Zeit wütend sind und dem anderen jeweils die Schuld vorwerfen. Ich weiß, wo dein Auto steht. Shitstorm und Hass, aber auch Lösungsvorschläge. Wut von Elfriede Jelinek. Zum letzten Mal am 28. Mai in der Kammer 1. Das ist Wahnsinn. Warum siehst du mich in die Hölle? Wer das gute Laune-Musical Wahnsinn noch nicht gesehen hat, sollte sich beeilen. Das Musical mit den größten Hits von Wolfgang Petri ist noch bis 26. Mai in München. Eine Geschichte mit großen Gefühlen über Freundschaft und Familie und das Leben, wie es nun mal ist. Vor über 15 Jahren hat Petri die großen Bühnen verlassen und sich zurückgezogen. Hier bleiben seine Hits allgegenwärtig. Ich komme eher von der Klassik oder vom Jazz und muss zu Hause so viel Musik hören, die ich erarbeiten muss für Stücke, dass ich privat eigentlich zum Entspannen auch eher Jazz oder Klassik höre. Und es ist aber toll, wenn man über ein Stück sich was Neues erschließt und eben diese Wolfgang Petri Musik kennenlernt. Und ich bin viel begeisterter, als ich mir das hätte vorher vorstellen können, weil diese Musik oder diese Texte und diese Interpretation von Wolfgang Petri sehr authentisch sind und tatsächlich Leute ganz direkt bei ihrem Alltag erreichen. Ihr seid das Ruhrgebiet, die Droge, die mich süchtig macht, das hätte ich nie gedacht. 24 Hits von Wolfgang Petri in einem Musical. Wahnsinn, noch bis 26. Mai im Deutschen Theater. Soweit unser München für den Moment, liebe Zuschauer. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Dann gibt es wieder die frischen Themen direkt aus der Landeshauptstadt. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Auf Wiederschauen.